jetzt vor unserem Auswärtsspiel am Freitag bei der SG Wattenscheid. Organisatorisch gibt es keine großen Hinweise, die bekommt ihr gleich auch nochmal per Mail, Newsletter, sodass wir eigentlich direkt zum sportlichen Geschehen kommen können und fangen da wie immer mit der Personalsituation an. Personell sieht so aus, dass logischerweise Dennis Malura noch ausfällt, Robin Urban noch, Cedric Kramenbrock, die sind zwar schon im Aufbautraining beide, machen auch schon recht viel mit Ball. Ich hoffe, dass sie nächste Woche wieder einsteigen können ins Mannschaftstraining. Und Timo Rohr ist gelb-rot gesperrt. Alle anderen sind fit. Ja, eure Fragen. Stürmisch. Draußen ist tobt ein kleiner Orkan. Wie sieht es denn hier drinnen aus? Weiß ich nicht. Also ich kann nur Dinge beantworten, die jetzt mich und die Mannschaft betreffen. Und da konzentrieren wir uns ganz auf den Freitag, weil wir wichtige Spiele haben, weil wir ganz gerne das Ding in die andere Richtung wieder drehen wollen. Und alles andere fragen Sie den Falschen. Wie ist denn die Stimmung in der Mannschaft? Ach, die Stimmung ist logischerweise nicht so gut, wie sie sein könnte, weil die Jungs auch wissen, dass die letzten beiden Spiele schlecht waren. Und die Stimmung ist logischerweise immer dann nicht gut, wenn man auch nicht dementsprechend punktet. Aber das ist ganz normal, das ist immer so. Die Jungs wollen auch gewinnen und wenn man nicht gewinnt, ist man nicht gut drauf. Das ist auch nachvollziehbar. Wo liegen denn die Gründe dafür in der Analyse ein paar Tage danach, dass nicht gewonnen wurde? Die Gründe liegen darin, dass wir nach wie vor Probleme haben, wenn wir den Ball verlieren, sofort zu verteidigen, Räume zu schließen und den Gegner nicht zu Chancen kommen lassen.